Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Wir starten wieder mit einem Speedbuild. Ihr kennt es ja mittlerweile. Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen, weil ich weiß, ich habe es tatsächlich gesehen, dass viele von euch noch kein Abo da gelassen haben und das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen einfach mal ein Abo da lassen. So, wir starten mit einem Speedbuild. Danach gibt es das Live-Gameplay. Ich wollte ein Gebäude bauen, was sowohl Shops als auch ein Klo als auch Vivarien drin hat. Jetzt fällt mir tatsächlich ein, ich habe die Vivarien gar nicht bestückt. Da braucht ihr diese Folge gar nicht drauf warten, das kommt dann erst in nächster Folge. Auf jeden Fall ist dieses Gebäude ein bisschen hübscher geworden. Meiner Meinung nach, ich habe mir da relativ viel Mühe gegeben. Ich habe da vielleicht, lass das eine halbe Stunde dran gewerkelt oder so. Und das Ganze kann man sehen, finden im Workshop, im Steam Workshop. Ich werde das mit Glück auch in die Videobeschreibung packen, den Link dazu. Ansonsten einfach mal nach Gorobei suchen, weil ich habe es auf jeden Fall öffentlich gemacht. Ist ein bisschen der afrikanische Stil geworden. Das war auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Shop und ein Klo. Und Klos habe ich tatsächlich nicht ganz so viele in dem Park. Das ist ein bisschen blöd. Nebenbei habe ich mir irgendwas angemacht gehabt. Ich habe das gestern Abend, also Sonntagabend gemacht, weil ich einfach Sonntag lange gestreamt hatte. Das ist das Ganze, das könnt ihr auf Twitch sehen. Da habe ich den ganzen Stream-Franchise-Zoo gemacht. Kann man sich da angucken. Und ich dachte, jetzt machst das Ganze mal ein bisschen afrikanischer. So, weil das passt ja auch, da hinten haben wir ja die Zwerg-Nilpferde. Die sind ja auch aus Afrika. Jetzt hätte ich fast Asien gesagt. Deswegen so ein bisschen Asien-Style, Afrika-Style. Und da machen wir dann eventuell noch ein paar andere Afrika-Tiere hier hinten. Eventuell noch mit so einem Bogen oder so. Das passt natürlich nicht mit den Schwarzbären. Aber da denken wir uns schon mal irgendwas. Irgendwas werde ich mir noch ausdenken. Ich weiß nicht, wenn du ein Vivarium hast, dann kannst du die Mauer nicht richtig dran machen. Also ich hätte es eventuell so machen müssen wie hier auf der Seite. Das ganze Haus noch ein Stück länger. Aber ich löse das, glaube ich, später nochmal. Hier weiß ich tatsächlich nicht, was es ist. Es ist kein Leck oder so. Es müsste eigentlich demnächst weitergehen. Hoffe ich. Was ist denn hier los? Okay, jetzt geht's plötzlich weiter. Ich weiß nicht, was da los war. Das hätte ich rausschneiden müssen. Das tut mir ganz so leid. Das kann ja mal passieren. Wenigstens wisst ihr, dass meine Stimme da ist. Hier versuche ich es mit Glas zu machen. Ich glaube, Glas nehme ich nicht. Ich glaube, ich nehme dann hier diese Schieferplatten. Die sehen dann gleich ein bisschen... Das Ganze sieht ein bisschen besser aus. Ein bisschen interessanter. So, es sieht total blöd aus jetzt. Genau, weil es nämlich ein bisschen hoch. Das fällt mir jetzt dann auch auf. Ja, ich versuche auf jeden Fall mal ein bisschen besser zu bauen. Das kann man dann auch in den Livestreams nochmal nachsehen. Wenn man das möchte auf Twitch. Oder hier in diesen Speedbuilds. Ich versuche mich zu verbessern stetig. Und einige von euch sagen, dass ich relativ gut baue. Das finde ich aktuell noch nicht. Aber vielen Dank für alle Leute, die das gut finden. Ich sehe aber ein bisschen Progress oder Progression auf jeden Fall. Also Fortschritt in meinem Baustil. Und das ist meiner Meinung nach auch tatsächlich das Wichtigste in diesem Spiel. Dass man da einen Unterschied sieht zu was man vorher gebaut hat und was jetzt gebaut wird. Das Speedbuild, wie gesagt, ist ein bisschen länger. Jetzt gucke ich, was es hier so alles gibt. Und jetzt fällt mir auch ein, man hätte das auch selber bauen können. Also selber so ein Ding drum. Ich mache das jetzt mit dem Zoo-Ding. Ist jetzt auch nicht schlecht. Da kann man, glaube ich, hoffentlich die Farbe noch ändern. Fällt mir gerade ein, ne? Ist ja egal. So, Missy Good ist hier. Das ist dieser, ja, wie nennt sich das? Donut Shop und dann ein Pipshot Juice. Die müsst ihr dann natürlich erforscht haben, wenn ihr das euch in den Park stellen möchtet, also in den Franchise-Park, wenn ihr das abonniert im Workshop. Einige haben es tatsächlich schon getan. Ich weiß nicht, ob das welche von euch sind. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Weil es ist, wie gesagt, vorne sind Shops und hinten ist ein Vivarium oder sind drei Stück. Und drei Vivarien kannst du dann auch so ein bisschen Afrika-Style-mäßig einrichten von den Tieren her. Das wäre, glaube ich, ganz passend. Hier versuche ich jetzt zu gucken, was ich so alles an Dekoration habe und was ich hier an Dekoration machen kann. Den Torbogen stelle ich mir ganz gut davor eigentlich, was da drum zu machen. Aber ich kümmere mich tatsächlich in der Folge um was anderes, weil dann haben wir das Gebäude ja hier gebaut. Genau, jetzt mache ich die hier. Und wie immer passiert dann, dass das Gizmo nicht hundertprozentig ausgerichtet ist. Völlig bescheuert. Aber ich arbeite dran, dass das hier alles ein bisschen schicker aussieht. Ich versuche es somit zu verschönern. Eine andere Sache ist, dass ihr gesagt habt, Goku, ich finde das total cool, wie du die Gehege einrichtest. Und da möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben. Das mache ich dann demnächst mal in einem separaten Video eventuell, wo ich euch zeige, wie man ein paar Gehege machen kann, wie man die einrichten kann.
Aber aktuell, ich weiß nicht, also es gibt so eine Reihenfolge, die ich immer beachte. Und ich muss auch selber sagen, dass mir Gehege bauen mehr Spaß macht als Gebäude bauen. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, wie Gehege aussehen und nicht so viel wie Gebäude aussehen. Aber ja, ich übe, ich versuche voranzukommen. Hier versuche ich das so ein bisschen zu kaschieren mit dem Setzkasten sozusagen. Das mache ich dann auch nochmal auf der anderen Seite. Das sieht dann gar nicht so bescheuert aus mit den Setzkästen. Und dann überlege ich, was ich noch so alles machen kann. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt erstmal für Bänke. Die sind natürlich nicht im Blueprint mit drin. Weiß nicht warum. Unverständlich, aber die könnt ihr euch dann ja selber vormachen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Ist ja völlig in Ordnung. Was mache ich jetzt noch? Achso, ja, Spendenkästchen. Dürfen natürlich nicht fehlen. Und dann versuche ich das jetzt, glaube ich, noch zu kaschieren. Hoffe ich zumindest, genau. Und ich mache das hier mit ein bisschen Efeu. Kann man machen. Sieht am Ende gar nicht so doof aus. Aber das Beste war es jetzt nicht. Jetzt fehlt mir noch hier vorne irgendwas. Da habe ich jetzt geguckt, ob ich da irgendwelche Statuen finden kann. Oder sonst irgendwas. Ich sortiere das Ganze jetzt mal auf Afrika, weil ich in dem Style bleiben möchte. Das sollte man eigentlich nicht tun, weil es gibt viele Sachen, die auch passen können, aber nicht aus Afrika sind. Aber ja, ich dachte Fenster oder so. Und dann sehe ich, glaube ich, gleich die Statue, für die ich mich entscheide. Ich dachte erst hier so Elefantenstatue. Aber das wird es dann nicht. Aber dann wird es der Löwe. Und dann dachte ich, oh, okay, Mist, den Löwen. Da kannst du vielleicht ein paar Steine vormachen. Ich mache es, glaube ich, ein bisschen anders dann. Weil das Spiel ist dann nicht abgestürzt, sondern ich habe es gespeichert. Und dann wollte ich den Blueprint machen. Und als ich reinging, war alles weg, was ich bis dato gebaut hatte. Also das Gebäude war schon noch da, das hatte ich als Blueprint gespeichert, aber es war irgendwie alles weg. Das ist mega blöd gewesen und das, was nicht der Blueprint ist, das war dann halt, war halt weg und das fand ich mega blöd. Also es sieht ein bisschen anders aus, als jetzt gleich, was ich noch baue, also die Bäume und so, die jetzt demnächst noch kommen werden, hoffentlich. Kommen die noch in der Aufnahme? Ich glaube ja. Die sind halt nicht Teil des Gebäudes und ich glaube, die platziere ich dann auch gleich noch ein bisschen anders, wenn die Aufnahme nicht läuft. Zwischen der Aufnahme und dem, was dann halt jetzt gleich die Live-Aufnahme ist. Ja, ist ja auch völlig egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich rede mich hier über Kopf und Kragen, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass das Speedbuild jetzt zu Ende ist. Ich überlasse euch jetzt dem Zukunfts-Gegenwarts-Guru und ich leite das gleich auch nochmal ein, die zweite Einleitung des Tages. Vielen Dank bis hierhin. Lasst auf jeden Fall einen Daumen schon mal nach oben da. Wenn ihr sagt, Speedbuilds sind cool, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im Live-Gameplay. Bis gleich. Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Planet Zoo mit mir, Goro, bei dem Franchise-Mode. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ihr habt jetzt natürlich den Speedbuild schon gesehen. Also es ist natürlich doof, dass ich dann herzlich erfrischendes Moin Moin sage, aber ist ja völlig egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, der Bison hier ist erwachsen. Müssen wir kurz gucken, ob der mit unserem... Ist leider mit Lukas verwandt. Dann geht das natürlich nicht. Wir müssen gucken, dass das überhaupt noch klappt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die ganzen Weibchen nicht imstande sind, sich mit dem zu vermehren. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Letzte Folge haben wir die Kamele gemacht. Die Trampeltiere. Jetzt stirbt hier ein Niala. Armes Niala-Ding. Da müssen wir auch gucken. Oh, hier ist unser Bock. Der sieht ja cool aus in weiß. Haben wir da Weibchen für den? Das geht tatsächlich. Das geht auch. Das geht auch. Das geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Okay, wir haben relativ viele, die nicht mit dem funktionieren. Und dann haben wir noch ein Männchen, oder? Oder? Haben wir das normale Männchen noch, oder ist das... Das ist tatsächlich weg. Okay, müssen wir gucken, dass wir unsere Niala wegkriegen. Ein oder zwei. Die hier zum Beispiel können ja mal da weg. Und dass wir dann die anderen behalten. Oh, habe ich viele Tiger hier. Warum habe ich denn so viele Tiger? Geparde hier. Hier sind die Nialas. Ich weiß nicht, für was stellt man denn so eine Niala ein? Jetzt haben wir noch die Trampeltiere hier. Da könnten wir sogar noch ein drittes reinmachen, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz okay so. Niala. Was braucht man da? 9. Okay. 10. 5.
Das sind, glaube ich, Inzuchten, Jalas. So sieht das zumindest aus. Wenn die Immunität 0 haben, bin ich da immer sehr vorsichtig. So, was brauchst du? Immunität 0. Schon besser. Für 3,5. Hauptsache, wir können hier wenigstens wieder ein paar Babys machen. Mit unseren Nialas. 400, 100. Auch 100. Die 7. Okay, das sind relativ viel. Oh, hier könnten wir noch einen Albino nehmen. Und dann Albino und Albino zusammen. Erhöht die Chance auf einen Albino. Für 800. Das machen wir jetzt. Komm. Was kostet der Geiz, ne? Was kostet der Geiz? Na, lass uns noch mal kurz gucken, was kosten die normalen Weibchen? Die Nicht-Inzucht-Weibchen. Also für 100 kannst du die auf jeden Fall schon mal verticken. Machen wir das einfach mal. Nehmen wir einfach mal 100 für die. Einfach mal ausprobieren. Die haben auch sehr gute Gene. Also hier ist auf jeden Fall 125 drin. Sehr gut. So, dann wird das gemacht, dann wird das geregelt. Schneeleoparden haben wir auch noch. Und auch noch 3 Besucher hier, denen wir Hallo sagen müssen. Weil es gibt wenigstens noch mal 20 Punkte, die habe ich mir heute noch nicht abgeholt. Heute einen relativ stressigen Tag. Habt ihr eigentlich schon, ja, habt ihr bestimmt schon. Wenn nicht, macht den Daumen noch mal hoch. Und abonnieren nicht vergessen. Ich weiß nämlich, einige von euch haben noch nicht abonniert. So, letztes Mal, also im Speedbuild, habe ich dann das hier gebaut. Oh, die bangen ja ein bisschen heftig hier durch. Naja, dann ist das halt so, dass sie da so durchbangen. Kann man im Workshop finden, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. So, hier sind die beiden Nialas. Sehr gut, und die ist auch weiß. Was braucht die? 100% Chance. Das ist natürlich keine 100%ige Chance, dass es hier weiße Nialas gibt. Aber die Chance ist ein bisschen höher, wenn beide Albino sind. Habe ich zumindest so gehört im Livestream. So, wir erforschen hier weiter die Trampeltiere, wir erforschen auch weiter hier die anderen Sachen. Tanner wird bald erwachsen, dann muss Tanner leider ausziehen. Unsere Bisons. Wölfe war ja noch im Angebot. Goro vergisst die Wölfe nicht. Die werde ich nicht vergessen, die werden jetzt hier hinten hinkommen. So ist zumindest mein Plan. Wir haben ja hier die, ja, wie nennen wir das? Das Dschungelgebiet jetzt hier angerissen. Dachte ich, dass ich hier in die Richtung eventuell noch ein bisschen mehr Dschungelige mache. Nachdem wir hier so ein bisschen was Asienmäßiges haben. Ich muss einmal einen Schluck trinken. Geht gar nicht. So. Und dann haben wir hier so das Reptilien-Ding. Also würde ich gerne noch ein paar Krokodile hier reinmachen. So ein bisschen auf die Seite hier. Und da könnte man eventuell noch einen Dome machen. Noch einen zweiten. Eventuell auch noch einen größeren, der so nebenbei ist. Also noch einen zweiten großen. Das könnte auf jeden Fall eine Idee sein, wenn wir das hinkriegen. Das ist so Zukunftsmusik, würde ich fast sagen, dass ich das irgendwann demnächst mache. Da muss ich, glaube ich, auch so ein bisschen Speed bilden nebenbei. Sonst klappt das alles nicht. So, wir gönnen uns jetzt hier erstmal den Weg. Unpassend. Lass hier so lang laufen. Und dann kommt hier der Weg hin. Lass den so ein bisschen abrunden, dass das nicht ganz so krass ist. So. Hier geht's dann lang. Und dann gönnen wir uns hier auf der Seite so ein bisschen die Wölfe. Wenn wir hier so als Rundgang das so machen, ist das, glaube ich, sehr gut. Was wird denn hier so rumgerufen? Ist das, weil Tanner erwachsen ist? Wahrscheinlich, die fighten jetzt. Tschüss, Tanner. Ja, aber nicht mit Lukas, Alter. Lukas ist hier Alpha-Männchen hoch 50. Bao ist hungrig. Bao ist im Übrigen sehr, sehr süß. Das mal so ganz nebenbei. Da kann man auch ruhig hungrig sein, wenn man so süß ist. Ui, hier gibt's Futterbau. Holt ihr das? Guckt mal, wie viel Futter hier ist. Bau, er schwabbelt eher so hier in Richtung richtiges Futterding. Ich meine von mir aus Bau. Könnte es auch hier hingehen. Futterdinge gibt's auf jeden Fall genug. Niedriger Wohlstand. Warum? Stress. Nein, Lebensqualität durch Futter haben die nicht so wirklich viel. Die Nialas. Haben wir unsere beiden eigentlich verkauft? Können wir eigentlich gleich mal gucken. Sieht so aus, als hätten wir eine verkauft. Ach ne, hier ist Tanner noch. Ich weiß nicht, was nimmst du denn für Tanner?
60. Für so einen guten Bison kannst du ruhig 60 nehmen. Vielleicht ist es noch viel weniger. Also vielleicht ist es viel mehr. Ist das das Babyflusspferd, was wir hier jetzt haben, aber noch nicht im Gehege ist? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn die Tiere geboren werden, dann buggt das manchmal, sodass die Tiere in das Handelsding reinkommen. Obwohl man eigentlich die Babys dann hier kriegt. Deswegen müssen wir kurz gucken, dass das hier geliefert wird. Oh, hier haben wir keine Lieferstation, fällt mir gerade so auf. Das geht natürlich gerne hier. Fütterung Stufe 3. Aber wir müssen das Baby gucken. So, wo kommt denn das an? Das muss ja dann von hier hinten irgendwo kommen. Da muss ja dann einer rennen. Von hier muss er ja kommen. Renn schnell! Wir wollen das Baby-Flusspferd sehen. Und dann bauen wir da hinten die Wölfe weiter. Oder wir fangen sie zumindest an. So laufen wir auch so ein bisschen durch den Zoo. Ich finde, so schlecht ist das hier alles gar nicht. Wir haben hier die große Avenue. Oh, die muss unbedingt aufs Klo. Von der Seite ist ein Klo. Viele Besucher auf jeden Fall hier. Da ist ein bisschen was für Mitarbeiter. Könnte gut was sein. Die gehen dann hier hin. Für die Mitarbeiter. Dann geht es hier in den Backstage-Bereich sozusagen. Hier zu den Gebäuden. Hier an den Sicherheitsleuten vorbei. Oh yeah. Oh yeah. Hier an dem Techniker vorbei. An dem Pfleger ein bisschen vorbei. Dann ist da vorne der Veterinär. Tierarzt geht zur Seite. Und jetzt geht's los. Beobachten wir das hier. Da ist es. Ah. Guckt es euch mal an. Wie klein und süß und schwattig. Guckt doch mal. Tschüss. Schwattig. Komm, Schwatti. Gönn dir was. Geh hin. Du willst es doch auch. Guck mal, wie süß. So klein und süß und so zusammengeknautscht hier vorne. Ich finde das toll. Ich kann die Maus leider gar nicht so viel bewegen, wie ich eigentlich wollte. Hier ist kein Problem. Guck mal, wie klein im Vergleich zu den anderen. Und die anderen sind schon klein. Am, 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 am. Am, 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 am. Das snackt sich hier was. Ayani. Der Kleine. Der kleine Ayani. Sehr gut. Zwergflusspferde sind halt super sweet. Habe ich auch schon im Real Life gesehen. Hat er Nachwuchs? Nochmal? Ach, erwartet Nachwuchs. Guck mal. Das passiert dann auch öfter. Die haben ja Nachwuchs, aber jetzt nochmal Nachwuchs kriegen, weil das scheinbar nicht als Nachwuchs zählt. Ich meine, mir soll das egal sein. Noch mehr süße Zwergflusspferde. So, das ist erforscht. Das ist auch gut so. Geht das jetzt schwimmen? Die gehen irgendwie gefühlt überhaupt nicht schwimmen, die Zwergflusspferde. Kann das sein? Gehst du jetzt ins Wasser? Schneeleopard ist erwachsen. Dann muss er natürlich weg. Und der ist auch erwachsen. Ach, tschüss mit dir. So, jetzt haben wir viele Schneeleoparden auf jeden Fall. Ich glaube, da geben wir jetzt erstmal... Naja, wobei... Die sind auch schon älter. Wir lassen es mal. Wir lassen es mal. Lass uns hier jetzt erstmal die Dinger machen. Wie heißen die jetzt? Die Wölfe. Die waren hier hinten. Hier ist auf jeden Fall jetzt der Weg. Kann man rumgehen, wenn man will. Hier sind so ein paar Bäume. Die kann man beobachten, die kann man nehmen, wenn man will. Und jetzt lass uns hier dann doch erstmal die Bäume wieder wegmachen. Ich weiß, ich habe die selber auch gebaut. Aber ja, wir können die auch wegmachen. Und dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier eine Barriere bauen. Das Ganze soll... hier so sein. Ah, nicht das Ding hier, so. So machen wir das auf jeden Fall. So gesehen ist es ja egal, ob das jetzt an dem Gehege mit dran ist oder nicht. Habe ich auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl. So, also mega viel. So mega riesig muss es ja auch nicht sein für die Wölfe. So ein bisschen erhöhter kann das ja schon sein.
Aber mega hoch muss eigentlich nicht. So, machen wir was mal. 3 Meter kannst du auf jeden Fall anbieten. Dann gönnen wir denen auf jeden Fall hier einen Mitarbeitertour. So. Ja, so ein bisschen was muss man schon machen. Und dann dachte ich ja, dass wir hier eventuell, wenn wir hier jetzt eine große Futterküche dann hinstellen, dann können wir hier auf der Seite eventuell noch ein paar Prongholes reinmachen. Gabelböcke oder so. Das wäre vielleicht auch keine so dumme Idee. So. Und dann habe ich was anderes gesehen. Ich habe mir so ein bisschen Inspiration geholt von Wildlife Zoos. Und anstelle von den Gehegen direkt am Weg, das gibt es ja meistens nicht. Da gibt es dann eher sowas hier. Und dann machen wir das mal hier so. Warte, das machen wir ganz anders. Machen wir so. Ganz genau. Und dann kommt das hier noch ein bisschen tiefer. Das kommt auch ein bisschen tiefer. So, dann haben wir jetzt die größtmöglichen Fenster auf jeden Fall. Wenn die mehr Platz brauchen, die Wölfe. Jetzt weiß ich nicht, wie groß das hier ist. 1400. Was brauchen dann so Wölfe? Hier ist das Ding. So. Was brauchen denn so Wölfe? 1100. Okay. So, dann machen wir noch so. Warte. So. Weil so zoo-mäßig, zoo-like, da gibt es dann auch noch immer so eine extra Absperrung. Damit halt nichts passiert. Das Furcht, dass was passiert. Schon dahin. So. Dann markieren wir das Ganze hier einmal. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie irgendeinen speziellen Sinn hat bei uns im Zoo. Wahrscheinlich nicht. Man wird ja wahrscheinlich trotzdem gucken können. Und dann machen wir natürlich ein bisschen Felsen hin hier. Und hier drunter kommt natürlich obligatorische Erde. Kann ich mal auf 5 machen, dass man das wenigstens so ein bisschen sieht. Es sieht immer ein bisschen natürlicher aus, wenn ihr Erde unter euren Weg macht. Und immer dran denken, nicht auf 100% gehen. Das sieht immer sehr unnatürlich aus, sondern eher so, dass das Biom, dass das Gelände so ein bisschen miteinander verschmelzen kann. Das hört sich nicht gut an. Ist hier wieder einer. Was ist denn das so laut? Alter. Die Brumpfschreie hier. Oder ist, weil die sich paaren? Gottes Willen, ist das laut. Niala erwartet Nachwuchs. Okay, unsere weiße Niala erwartet Nachwuchs. Das ist sehr gut. Das ist ja mega laut. Das ist ja mega heftig. So, das haben wir. Eventuell könnte man drüber nachdenken, dass hier so ein bisschen mehr. Wobei, es ist schon relativ synchron, ne? Oh ne, halt. Halt. Also quasi so. Was ist denn das so laut bei den Bisons? Machen wir mal lieber so. Die Leute gucken schon. Das ist okay so. Weil dann machen wir hier noch so ein paar Pflanzen hin, sodass sie nicht direkt am Glas sind. Das müsste doppelseitiges Glas sein. Sehr gut. Dann sind die nicht direkt am Glas, aber schon so ein bisschen noch in der Nähe. Das ist mir viel zu laut. Gehegebarriere beschädigt. Dann laufen wir da schnell dahin, Techniker. Haben wir einen Techniker, der frei ist?
Oder sind das die Kamele? Ne, die Kamele sind das nicht. Das sind hier die Bisons, die so mega laut sind. Kommt hier einer? Ein Techniker? Wir dürfen ja eigentlich keine Techniker haben, die nicht... Das ist mir viel zu laut, ich muss mal... Müsste eigentlich mal weg. Ich sperre die alle einmal ein jetzt, das ist mir viel zu laut. Da ist der Techniker. Was ist denn hier das Problem? Irgendwas wird hier angezeigt. Oh Gott, ist das laut. Das ist Sauberkeit fehlt. Da kann ich ja nichts gegen machen. Da kann ich halt nur einen Tierpfleger holen und einen Techniker rufen. Mann, ist das laut. Alter Vater. So, Sauberkeit stellt Krankheiten dar und die werden mega schnell krank. Krankes Tier entdeckt. Ich sag's euch. Wogegen demonstrieren die jetzt? Es sind relativ viele. Gegen den Bison. Was ist denn ihr Problem? Platz. Hängt die da fest? Komm weg mit dir. Ist vielleicht ein bisschen ruhiger jetzt. Demonstrieren die immer noch? Warum schmeißen die eigentlich nicht ihren Müll in den Mülleimer, sondern hier eher auf den Boden? Warum verkaufen wir sie? Vielleicht gehen die Demonstranten hier weg. Müssten die eigentlich. Müssten die eigentlich verstehen, dass sie jetzt nicht mehr hier wohnt. So, jetzt sind hier noch die Wölfe. Ich weiß nicht. Ihr schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie das aussieht mit dem. Mit dem hier. Mit dem Zaun, ob das eine coole Idee ist. Oder ob ihr sagt, also Goro, das ist ja absoluter Bockmist. Lasst das mal lieber. Schreibt's mal rein. Vielleicht könnt ihr mich ja zur Vernunft reden. Wenn es eine scheiß Idee ist. Ansonsten würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben da freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge tatsächlich. Ganz genau. In der nächsten Folge. Ein krankes Tier wurde wieder entdeckt. Machst du nix. Aber hier, Tierarzt ist ja schon gerufen. Machst du nix. Wo war der denn? Hier war der. Den kann ich dann nicht auch verkaufen. Ist halt blöd. Komm, weg mit dir. Du kriegst auch das. Nächste Folge. Das wird noch interessanter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Bis dahin. Haut es mal rein. Tschüss.